Lena ist erwachsen geworden. In diesem Jahr hat sie ihr 5. Album Only Love L rausgebracht. Nico Santos schrieb erst Hits für andere Stars, jetzt singt er sie selbst. Wie sein Ohrwurm Rooftop. Jetzt arbeiten die beiden zusammen. 3 Wochen lang war Better die Nummer 1 der deutschen Radiocharts. Better ist eine der Balladen des Jahres. Dass ihnen die Zusammenarbeit Spaß macht, sieht man. War auch schon Glühwein im Spiel. Das war wieder so eine späte Stunde. Ja. Aber das Tolle ist, wenn man euch da zusammen sieht, das ist ja dieses Berühmte, wo man alle sagen, oh, die Chemie stimmt. Ja. Aber könnt ihr wirklich aneinander benennen, was ihr mögt und schätzt? Wir mögen uns eigentlich nur vor der Kamera. Nur vor der Kamera. Das alles, geht uns auch so. Genau. Ja, wir spielen genau. Jetzt gerade. Wir müssen uns immer vorher ein bisschen so konzentrieren, damit auch diese Chemie passt. Genau. Und den Namen auch noch weiß vom anderen. Ja, genau. Absolut, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ja. Kann ich sie, weiß ja, genau. Ja, nee, das ist auch egal also, eigentlich. Ich bin also wir kennen uns jetzt schon echt lange, schon vier Jahre ungefähr. Und wir sind immer in Kontakt gewesen, immer Songs geschrieben, zusammen irgendwelche Sachen gemacht. Und gemeinsamer Freundeskreis in Berlin. Gemeinsamer Freundeskreis, vor allem das auch. Und es war einfach vor 3 Monaten oder 4 Monaten, habe ich, glaube ich, gesagt, ey, wir sind gerade im Studio. Komm vorbei. Und irgendwie die Gitarre klingt ganz geil. Hast du nicht Bock? Es war wirklich so. Es war nur diese eine Schnipsel. Ich bin gerade von der Tour nach Hause gekommen. Ich war in meinem absoluten After-Tour-Depressionsloch. Es war 14.30 Uhr und ich lag noch in Pyjama im Bett. Mhm. Und es kam mir sehr gelegen, dass Nico dann geschrieben hat, so, wie wär's denn mal ins Studio zu kommen? Und ich so, Sie hat mir geschrieben, ja, okay, wo? Ich habe nur Standort geschickt, in 20 Minuten kam sie mit dem Moped an. Ah, krass. Hallo. Pyjama noch an natürlich, sonst macht es keinen Sinn. Ich habe mir noch was anderes geschmissen. Noch was drüber gezogen. Aber das war wirklich so. Was ich auch cool fand bei den Dreharbeiten zum Video, muss man sagen, da gab es ja auch einige schöne Szenen. Ich sage nur das Wort Milchkotze. Was war da los? Ja, die Milchkotze ist ein... Nico Santos hat es für nötig gehalten... Ich habe nicht ganz so nachgedacht. Bevor wir in ein Rig gestiegen sind. Genau, also Rig für alle, die das nicht kennen. Pass auf, wir haben die Bilder dazu, damit du dich nicht abmühen musst, mit großen Handbewegungen Folgendes zu zeigen, was ihr gemacht habt. Es kommt gleich. Es kommt. Da ist es, guck mal. Ja, kurz, also 20 Minuten bevor diese Szenen entstanden sind, habe ich 2 Latte Macchiato getrunken. Aber ungefähr in so 2 Maßgläsern Latte Macchiato. Es waren so circa 2,5 Liter Milch, die Nico da in sich reingeschaufelt hat. Irgendwann meinte ich so, ich hätte nicht diese 2 Liter Latte Macchiato trinken sollen. Wie oft wurde ich denn da, also wie lange ging das denn? 2 Stunden. 2 Stunden? Nein. Doch. Also mir war auch wirklich, also ich hatte ein bisschen für 20 Jahre. Ja, aber man will ja auch, man hat nur einen Tag Zeit für den ganzen Dreh, weil da war so viel zu tun. Und dann haben wir gedacht, okay, wir wollten auch, dass diese Szene, das war so die Key-Szene, wir wollten die beide haben und wir wollten schon, dass sie dann cool wird. Und dann, wenn man dann schon einmal drin ist und sich foltern lässt, dann, bis die Szene perfekt ist. Bis einmal raus ist, genau. Und für uns, also ich bin dann auch immer so jemand, ich denke dann so, ja, wenn man sowas schon macht, dann will man es auch bis zum Optimum machen. Deswegen saßen wir da auch beide drin und haben immer gesagt, schneller, mehr. Ja, damit quasi. Wir halt irgendwie... Ja, noch eine Runde einsteigen, Und die armen Männer, die mussten das ja die ganze Zeit schieben. Händisch. Ja. Und du bist dann noch, apropos Klimaretten, durchs Maisfeld gedonnert. Ja, wir haben eine Reihe Mais haben wir tatsächlich umgedonnert. Die äußerste sozusagen. Die äußerste Reihe Mais haben wir umgedonnert. Die andere war nicht wir. Nein, nicht Mais. Und wir haben die äußerste Reihe Mais umgedonnert. Und wie gut bin ich gefahren? Wirklich gut. Sagt einer, der keinen Führerschein hat? Das sagt einer, der keinen Führerschein hat, deswegen kann ich das beurteilen. Und vor allen Dingen, von dem ich mir am Set die ganze Zeit eine Schelle geholt, von rechts und von links, so, Frau am Steuer, das wird teuer und so, die ganze Aber Zeit. Ich fand so Reaktion, Sprüche, gut. Du hast ja das auch mimisch dann nochmal so mit dem Finger aufgegriffen. Ja, das geht ja mal ganz gut, wenn es einen gerade mal hier so ein bisschen juckt. Ja. Also ich finde, man hat eine Idee davon, warum ihr euch so gut versteht. Das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal fühlen können. Ja, wir bezeichnen uns immer als Brudis und das passt eigentlich auch ganz gut. Ja. Mal, das ist auch ganz schön. Meine kleine Schwester. Das heißt, große kleine Schwester. Wir können hoffen, dass Better jetzt nicht so ein Einzelprojekt bleibt. Also es ist nicht ausgeschlossen. Nee.
Will ich auch nicht ausschließen. Das ist quasi, ja. Es ist nicht ausgeschlossen, klingt gut. Ja, aber es ist nicht so, wir planen das schon seit Monaten oder so. Nee, ja, das macht ihr ja offensichtlich eh in den 20 genau. Minuten Absprache an hast irgendeinem. Hast du Pyjama Land. An? Komm ja. her. Ja, 20 genau. Minuten. Ja, so. Also, Lena, Nico Santos heute Morgen bei uns. Das kann einfach nur geil werden. Besser werden. Es kann nur besser werden, genau. So. Wir sprechen nachher auch noch ein bisschen über das hier. Wir sind jetzt vor lauter Umdrehungen noch gar nicht zu euren Einzelprojekten gekommen, aber das machen wir gleich auch. Machen wir nachher noch. It was only you and I, but now I feel like I am trapped inside. A life that doesn't feel right. It's not me, it's not me. I thought you're my ride or die, but our love died on the ride. And we tried till it turned to lies. You see, don't you see? Yeah, no, we're never gonna be like that. And I'm never gonna feel like that. You're looking over your shoulder like I'ma hold you back. Boy, it tastes like cigarettes when you said you quit on that. You don't know how it feels. Why you take my love just to rip it up? Cause for you, it was not enough. All the best good luck now trying to find someone new who's gonna love you better. Take my love just to rip it up. Good luck now trying to find someone new who's gonna love you better. Better, 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 better. Who's gonna love you better. Better, 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 better. Who's gonna love you better. Only you and I know how to really start each other's fire. We don't talk so we don't fight. We do, yeah, baby, we do. I see your problems and I make all of them mine. Shouldn't do it, but I do it all of the time. Yeah, only you and I know the truth, so tell me the truth. Yeah, now we're never gonna be like that. And I'm never gonna feel like that. I'm looking over my shoulder because you hold me back. Now it tastes like cigarettes when I said I quit on that. You don't know how it feels. Why you take my love just to rip it up? Kiss for you, ooh, it was not enough. And all the best good luck now trying to find someone new who's gonna love you better. Take my love just to rip it up. Kiss for you, ooh, it was not enough. And all the best good luck now trying to find someone new who's gonna love you better. Just to rip it up, cause for you, oh, oh, it was not enough. And all the best, good luck now, try to find someone new who's gonna love you better. Take my love just to rip it up, cause for you, it was not enough. All the best, good luck now, try to find someone new who's gonna love you better.